herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um das Tetra Aqua Art 30 Eletti, welches ich von meinen Eltern übernommen habe. Das Aquarium läuft jetzt rund 8 Wochen und ich wollte euch jetzt erstmal eine erste Review darüber geben. Das Aquarium hat die Maße 39,5 x 28 x 43 cm. Fast so mit 30 Liter. Ich würde das Becken in einer Mittelklasse einreihen. Das Komplettset verspricht zwar ein Komplettset zu sein, aber man bekommt im Prinzip nur das Aquarium, die Lichtquelle und den Filter, auf den ich gleich noch eingehen werde. Ich habe das Aquarium jetzt mit Kies bestückt und mit schnell wachsenden Pflanzen und bin bisher sehr zufrieden mit dem Becken. Die Abdeckung hat einige Makel, lässt sich aber bei gutem Umgang schnell und einfach öffnen und bietet auch beim Saubermachen genug Platz. Kommen wir mal zu der Filterbox. Die ist mit einem Easy Crystal Filterbox bestückt. Das heißt, man wechselt den grünen Teil alle 4 Wochen. Das finde ich nicht gerade umweltbewusst, deswegen mache ich das nicht und habe die jetzt nicht mehr drin, da die sich natürlich auch mit der Zeit aufbraucht, da dort Aktivkohle enthalten ist. Das ist die chemische Filterung in dem Falle. Dann gibt es eine biologische Filterung mit einem Filterschwamm, den habe ich noch drin, und den Biofilterbällen und eine mechanische Filterung mit einem doppellagigen Vlies, welche auch super funktioniert. Ich habe im unteren Bereich noch ein Filtersäckchen drin und oben drüber so einen dickeren Schwamm, was das Vlies an Ort und Stelle hält. So bin ich sehr zufrieden mit dem Filter, aber eben nicht mit diesem System von Tetra. Ich finde, hier seht ihr nochmal, dass die Klappe hinten nicht ganz optimal öffnet und schließt. Kommen wir mal zum Filter. Ich zeige euch mal, wie groß der ist mit meiner Hand als Vergleich, weil man den optisch nicht mehr so ganz sieht. Also so circa 20 cm hoch, wenn ich das jetzt mal beschreiben würde, nimmt eine Menge Platz in dem Aquarium weg. Die Halterungen sind aus Plastik, wie auch der vom Filter, und man kann sich so Löcher rausploppen, um die Kabel durchzuführen, was sehr anstrengend ist. Und wie gesagt, das Ganze hängt da eher schlecht als recht. Das Licht kann man mit einem Blau und einem normalen Wert an- und ausschalten an der Seite. Man kann den Nachtmodus sozusagen nur manuell einstellen. Das Licht ist hell genug und hat einen leichten Blauanteil, wie man hier sehr schön erkennen kann. Für gutes Pflanzenwachstum empfehle ich eigentlich immer noch einen Rotwert. Der Vorteil hier ist, dass die Algen nicht so extrem wachsen können. In dem Becken habe ich jetzt nur Garnelen und Schnecken und ich empfinde das als Besatz als vollkommen ausreichend, weil für einen Kampffisch ist das Becken auch wegen der Höhe nicht unbedingt geeignet. Kommen wir mal zum Fazit. Also mir gefällt das Becken an sich optisch sehr gut. Es hat ein paar Makel, allerdings für den ambitionierten Halter kein Problem, gerade bei Haltung von Garnelen oder als Becken für CPOs, habe ich gelesen, soll das ganz gut sein. Oder für ein kleines Scape. Allerdings für einen Kampffisch überhaupt nicht geeignet. Der Filter ist relativ stark, lässt sich nicht verstellen und hat einen Abwärtsfluss, der nicht so toll ist für die Fische. Und zusätzlich ist es relativ hoch und hat eine sehr kleine Grundfläche, welche auch nicht geeignet ist. Ich finde, das Becken hat für den Preis leider keinen Orden verdient. Es kostet um die 75 Euro in der Variante und man muss doch noch einen Heizer dazu kaufen und den Filter vielleicht nochmal austauschen. Das lohnt sich in alle Fälle überhaupt nicht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr könnt ja gerne in die Kommentarbox schreiben, ob jemand auch dieses Becken hat. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.